Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Videoserie über das Spiel Mindtest und seine Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Mindtest sieht sehr ähnlich aus wie das bekannte Minecraft und auch das Spielprinzip ist ähnlich. In beiden Spielen kann eine riesige offene Welt erkundet werden, man kann Rohstoffe abbauen, daraus Werkzeuge, Möbel und andere Gegenstände herstellen und sich dann ein Traumhaus, eine Burg oder was auch immer bauen. Beide Spiele können gut im Unterricht eingesetzt werden. Vor allem der Kreativmodus, in dem alle Ressourcen in unbegrenzter Menge von Anfang an vorhanden sind, bietet viele Möglichkeiten. Mindtest hat hier einige Vorteile im Vergleich zu Minecraft. Zum einen ist es kostenlos und Open Source, es ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar, auch für Mobilgeräte und läuft auch auf älteren Computern flüssig. Mindtest muss nicht installiert werden, es kann direkt aus einem Ordner oder vom USB-Stick gestartet werden. Es ist auch sehr einfach, sich einen eigenen Server einzurichten, Modifikationen zu installieren oder selbst zu erstellen und das Spiel damit den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Heute in diesem ersten Video werde ich zunächst zeigen, wo man das Programm findet, wie man es installiert, also eigentlich nur entpackt, und ich werde ein paar der grundlegenden Einstellungen demonstrieren. Das Programm ist auf der Webseite mindtest.net zu finden. Da werden auch die wichtigsten Features vorgestellt und es gibt eine kleine Galerie. Die aktuelle Programmversion finden wir hier gleich am Anfang. Ich klicke da jetzt mal drauf und lade mir das gleich auf den Desktop herunter. Was wir auch noch auf der Seite finden, ist unter Customize eine Vorstellung der wichtigsten Mods. Mindtest an sich ist ja nur eine Spielengine, das heißt, es stellt die Grundfunktionen zur Verfügung, es generiert die Welt, aber das eigentliche Spielerlebnis entsteht dann erst durch die Mods, die man installiert, wodurch dann Monster, NPCs, zusätzliche Gebäude und Funktionen hinzugefügt werden. Die zweite wichtige Seite ist das Mindtest Wiki, das gibt es auch auf Deutsch. Hier findet man Tutorials, es werden alle Funktionen im Detail beschrieben, es gibt Beschreibungen der einzelnen Blöcke und Gegenstände und es gibt vor allem alle Crafting-Rezepte, also alle Rezepte, mit denen man dann Gegenstände, Werkzeuge und so weiter im Spiel herstellen kann. Ich habe mir das jetzt bereits auf dem Desktop entpackt. Wie gesagt, das Programm ist portable, muss nicht installiert werden. Die .exe-Datei ist hier im Binaries-Ordner zu finden und ich kann das jetzt ganz einfach durch Doppelklick öffnen. Nun lande ich auf der Startseite von Mindtest. Auf der linken Seite könnte ich den Kreativmodus einstellen, da ändere ich jetzt zunächst nichts. Was ich als erstes machen muss, ist eine neue Welt zu erstellen. Hier stehen mir verschiedene Optionen zur Verfügung. Rechts kann ich einstellen, welche Elemente diese Welt enthalten soll, also Höhlen, Verliese, Flüsse, Berge, wie auch immer. Auf der linken Seite kann ich einen von mehreren Kartengeneratoren auswählen. Die erzeugen unterschiedliche Geländeformationen, also zum Beispiel Flusstäler, eine vollkommen flache Karte, Fraktale und andere mehr. Also man kann hier ein bisschen experimentieren, welcher Generator am besten geeignet ist. Als Weltname gebe ich mal Welt 1 ein und erstelle die Welt. Jetzt habe ich hier auf der oberen Seite noch einige Reiter. Schauen wir mal bei Einstellungen. Bei Einstellungen kann ich Grafikeinstellungen vornehmen. Bei einem stärkeren Computer kann ich mit den Shader-Einstellungen auf der rechten Seite eine schönere Optik noch erreichen, Bump-Mapping, also ich kann die Blöcke plastischer aussehen lassen. Bei einem schwächeren Computer drehe ich das am besten alles ab. Genauso die Optionen auf der linken Seite. Bei einem schwächeren Computer kann ich 3D-Wolken, weiches Licht und so weiter abdrehen. Dann läuft das Spiel flüssiger. Unter alle Einstellungen gibt es hier noch wesentlich mehr Einstellungen, die man nur selten braucht, zur Steuerung, Grafik, Ton und so weiter. Zum Beispiel hier bei Steuerung. Ich habe beim Einleitungsfilm zu diesem Video die Kameraglättung eingestellt, dann bewegt sich die Kamera weicher und nicht so ruckartig.
damit man beim Zuschauen nicht sehkrank wird. Also viele verschiedene spezialisierte Einstellungen lassen sich hier vornehmen. Gut, dann kehre ich jetzt wieder zurück zu Spiel starten und wir steigen in unsere erste Welt ein. Und die ersten Schritte in dieser Welt präsentiere ich dann im nächsten Video.